Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Namaste zu unserem Tagesimpuls vom 19.03. So. Unsere Tagesenergien für heute sind, das erste Siegel, was sich zeigt, ist Vanita. Dann haben wir das zweite Siegel des heutigen Tages, Balanda. Viel Wiederholung schon wieder. Und wir haben als drittes Symbol Lemati. Wow. Ja, es geht wirklich immer mehr darum, dass wir in voller Bewusstheit annehmen, wer wir sind, die bedingungslose Liebe, dass die bedingungslose Liebe zu allen Zeiten schon immer da gewesen ist und zu uns strömt, egal was wir auch selbst über uns glauben, ob wir es verdient haben oder nicht. Und der Tag heute steht wirklich unter dem Lemati-Siegel, die Liebe anzunehmen, die Liebe anzunehmen und zu geben. Und von der Basis, von der Warte aus eines Erfülltseins heraus, kann ich einfach das durch mich hindurch fließen lassen, was in mir ist, ohne bedürftig zu sein, ohne etwas zurückfordern zu müssen. Ja, und Vanita hilft uns heute als erstes Tagessiegel, als erstes Tagessymbol, die Glückseligkeit durch Achtsamkeit wirklich in die absolute Verbindung mit uns selbst zu kommen. Darum geht es eben auch, ja. Lemati, Balanda, Vanita sind alles die Siegel, die uns in die eigene Intuition, in das eigene Gewahrsein, in das eigene Erkennen, wer wir sind, worum es geht, in die Erkenntnis überhaupt zu bringen. Und Vanita hilft mir wirklich dabei, erstmal achtsam mit mir selbst zu sein, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, achtsam mit meinem Umfeld, mit Mutter Erde, mit allem, was lebt. Und es geht wirklich darum, in die sinnliche Wahrnehmung zu gelangen, also eine Achtsamkeit nicht aus einer Form von Angst. Ich sage immer, es gibt einen Unterschied zwischen Achtsamkeit und Angst. Viele Menschen sind in ganz, ganz großer Angst vor dem, was geschehen könnte, was Strahlung macht, was Elektrosmog macht, was da draußen in der Welt gerade passiert, was es mit uns macht. Und das kann man auch alles verstehen. Es ist sicherlich auch berechtigt. Aber wenn ich in der Angst bin, dann bin ich in der Schwäche. Und wenn ich in der Angst bin, dann ziehe ich das, wovor ich Angst habe, an. Ja, Menschen, die immer nur Angst haben vor irgendwelchen Bedrohungen, ja, vor allem, was eben böse ist, die werden garantiert, wenn sie in den Urlaub fahren, in einem Hotel sein, direkt unterm Funkmast. Ja, weil das einfach so sehr im Fokus ist und das, was in meinem Fokus ist, das verstärke ich. Wenn ich aber achtsam bin, ja, und sage, ich möchte das vermeiden, weil es mir eben nicht gut tut. Deswegen achte ich eben darauf, ja, dass ich beispielsweise mit dem, wenn es jetzt um die Funkstrahlung geht oder um Strahlung geht, dass ich einfach das WLAN nicht anhabe, wenn ich es nicht brauche oder bestenfalls hauptsächlich mit Kabel ins Internet gehe, dann bin ich achtsam. Aber dennoch bin ich nicht in der Panik, dass überall, wo irgendwie ein Funkmast ist, der mir zu einer großen Bedrohung werden kann, weil dann vergesse ich nämlich, wer ich bin, ein unzerstörbares Wesen in der Essenz. Ja, und dieses Gewahrwerden, wer wir sind, und mit diesem Gewahrwerden, wer wir sind, in der Achtsamkeit zu sein, das bringt uns in eine ganz, ganz große Freiheit. Und wenn wir da noch in der Angst sind, in der Anhaftung, im Fokus, ja, und diese Zeit verstärkt diesen Fokus auf Dinge, die uns Angst machen, das ist einfach so. Wir gehen in Resonanz mit dem Kollektiv, mit den Nachrichten, mit allem, was jeden Tag ist. Ja, da hilft uns Vanita, in unsere eigene Achtsamkeit, in unser eigenes Gewahrsein zu kommen, wer wir sind, und auch zu unterscheiden zwischen eben Angst und Vorsorge, zwischen Angst und Achtsamkeit. Und Vanita hilft uns dabei wirklich in diesen Kontakt mit uns selbst zu kommen, in unsere eigene Wahrnehmung, in unsere eigene sinnliche Wahrnehmung, was speziell für mich gut ist, was speziell für mich eben nicht gut ist. Und das mag was ganz anderes sein, wie für meinen Partner, für meine Freundin, für meine Mutter, meinen Vater und so weiter.
Ja, und das hat eben nichts mit Konzepten zu tun. Die sinnliche Wahrnehmung hat nichts mit Konzepten zu tun. Es ist so viel Information im Netz und in der ganzen Welt unterwegs, wo einfach Konzepte geteilt werden. Manchmal habe ich das Gefühl, der eine schreibt vom anderen ab, ohne nachzudenken. Und so haben wir uns ja auch formen lassen als Menschheit. Man hat uns alles Mögliche verkauft, ja, was eben so ist, was wir dann in der Schule lernen, ohne dass es einer hinterfragt, ob denn die Dinge alle so sind. Die Erde ist rund und so weiter. Ja, da will ich jetzt gar nicht einsteigen, aber es geht wirklich darum, in diese Konzeptfreiheit zu gelangen, in unsere eigene innere Wahrheit, in unsere eigene sinnliche Wahrnehmung zu gelangen. Und all das ist Vanita, wo wir da wirklich auch, sage ich mal, noch fremdgesteuert sind oder uns selbst blockieren, weil wir das eben nicht können, uns das nicht erlauben. Und das sind so viele Muster, die wir am Laufen haben. Wer bin ich schon? Der andere weiß es doch besser. Und die ganzen Prägungen, die dazu geführt haben. Vanita ist ja quasi so die Zusammenfassung aller Siegel. Ja, und Vanita ist somit stellvertretend auch die Reinigung für alle Themen, die dazu führen, dass ich eben nicht in meiner Präsenz bin. Darum geht es ja letztlich. Ja, und Balanda hilft da nochmal in einer Verfeinerung heute an diesem Tag in die sinnliche Wahrnehmung zu kommen, was unser Fühlen anbelangt. Ja, für mich sind die Gefühle wirklich die Sprache unserer Seele. Balanda sagt, die wahre Freude des Herzens liegt im wahrhaftigen Annehmen all deiner Gefühle. Ja, und die Gefühle, wir sprechen auch so oft hier drüber, die unangenehm sind, die verdrängen wir gerne, weil und lenken uns ab, gehen in Süchte, Flüchte und so weiter. Aber genau diese unangenehmen Gefühle zeigen uns immer was, bringen uns immer tiefer in dieses tiefere Erkennen, worum es eventuell geht, wo mein Lernpotenzial ist, wo ich vielleicht in der Projektion bin, wo ich mich selbst ablenke, indem ich immer schlau weiß, was andere besser machen könnten und verleugne den eigenen Anteil. Und wenn ich mit meinen Gefühlen in Kontakt bin, und das ist so einfach, indem wir sie einfach da sein lassen. Es ist theoretisch einfach, praktisch ist es zum Teil schwer. Ja, es geht mir auch so, dass ich dann gerne flüchte, wenn ein unangenehmes Gefühl da ist, dann lenke ich mich ab. Oder selbst wenn ich dabei bin, dieses Gefühl zu fühlen, dann kommen irgendwelche Gedanken, dann bin ich wieder da und dort unterwegs, nur um das eben jetzt nicht zu fühlen, was gerade wehtut oder was nicht schön ist. Nur in dem Moment, in dem ich dieses Gefühl da sein lasse, lasse ich es sein und lasse ich es los. Und dann ist Platz für das, was darunter ist. Und so komme ich immer tiefer, einfach in meine eigene Innenwelt, in meine eigene Wahrheit, in meine eigene sinnliche Wahrnehmung, in meine heilige Herzkammer, wo ich wirklich mein Ich Bin entdecken darf. Und dieses Ich Bin, letzten Endes sind wir im Ich Bin. Und dieses Ich Bin definiert sich noch nicht mal, ich bin Liebe, ich bin Frieden, sondern es ist alles, all das, dieses Ich Bin. Und Balanda führt uns den Weg dorthin, indem es einfach hilft, dass wir diese ganzen Projektionen von der äußeren Welt sein lassen, dass wir zurückkommen in uns, in unser Gefühl. Ja. Und mit Lemati sind wir dann das Kleine, das sich an das Große anlehnen darf, um über sich selbst hinauszuwachsen, wirklich in der Lage, uns hinzugeben, ja, dem Licht dieser Liebe, die ununterbrochen zu uns strömt, zu vertrauen, der inneren Stimme in uns zu vertrauen. Die innere Stimme ist das Göttliche, das ist Gott in mir. Ja, und wenn ich immer im Zweifel bin und es eben nicht glaube und nochmal irgendwo anrufe, bei einem Kartenleger oder so, da kannst du mal für mich pendeln, stimmt es denn? Ja, dann bin ich eben nicht in meinem eigenen Vertrauen, in meiner eigenen Intuition, in dieser Unsicherheit, dann lehne ich mich eben nicht an das Große an, sondern an irgendetwas anderes, ja, in der äußeren Welt, vielleicht an ein Konzept, das mir Sicherheit gibt. Und wenn ich mich in das Göttliche in mir anlehne, dann weiß ich, dass ich die Kraft habe, über mich hinauswachsen zu dürfen. So steht es eben, oder so ist ja eben auch die Energie des Tages Lemati, das Kleine, das ich an das Große anlehnen darf, um über sich selbst hinauszuwachsen. Und dieses Große, dieses Ich Bin, diese bedingungslose Liebe, dieses Alles, was ist, diese allumfassende Wahrheit, sie wohnt in mir, in dir, in jedem Einzelnen von uns. Ja, und das Schönste ist, wenn wir uns diesem hingeben können. Und das ist heute wirklich diese Einladung, diese drei Schritte, Vanita, Balanda, Lemati, dass wir uns wirklich dieser Liebe, dieser Weisheit, dieser Bewusstheit hingeben dürfen, um sie dadurch zu sein. Ja, weil, wie ich schon so oft gesagt habe, wir können nichts werden, was wir sind. Und es geht im Endeffekt darum, dass wir diese Liebe, die wir sind, annehmen.
Ja, dass wir sie annehmen. Und dadurch, dass wir annehmen, wer wir sind, können wir sie in einem Zustand von erfüllt sein. Wenn ich die Liebe bin, dann kann ich sie durch mich hindurchfließen lassen und ich kann sie überströmen und ich muss nicht Angst haben, ich gebe zu viel und kriege nichts zurück und bin bedürftig, weil ich weiß, ich bin diese Liebe und in mir ist diese, ist eine Quelle, eine Liebesquelle, die niemals versiegt und ich kann nichts tun, nichts in diesem Universum, gar nichts, was so schrecklich sein könnte, was mich von dieser Liebe trennt. Und das ist in der Essenz, wer wir sind, diese Quelle der Liebe und dieses Bewusstseinsfeld, das uns wirklich allen ermöglicht, diese Quelle der Liebe zu sein, das möchte ich jetzt gerne mit allen lieben Verbundenen initiieren. Om Vanita, Om Balanda, Om Lemati, Om Vanita, Om Balanda, Om Lemati, Om Vanita, Om Balanda, Om Lemati, Om Vanita, Om Balanda, Om Lemati. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, an dem du wirklich diese Quelle der Liebe in dir wahrnimmst und lebst. Und wenn dir der Impuls gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn teilst, wenn du meinen Kanal abonnierst, mir ein Gefällt mir schenkst. Und bitte nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, dann bekommst du automatisch immer die neuen Tagesimpulse. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Sieger erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem H. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Britas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Britas Gratiskurs Warum die Dinge so sind, wie sie sind, kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.